Abend, meine Damen und Herren. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Hast mit Ricardo, gesagt? Lennart, David. Nicht Whisky? Nee, nicht Whisky. So. Du hast Risky gesagt. Ich hab Risky gesagt. Ja, nicht Whisky? Nee, es ist nicht Whisky. Aber hast du denn nicht Whisky gesagt? Weiter. Will mir jemand beim Buddeln helfen? Nein! Wir sind fast fertig mit der Säule. Willst du uns helfen, Lennart, beim Austrocknen? Beim Trocknen. Soll mir helfen hier. Hilfe beim Austrocknen. So. Bei SpongeBob, hier Sandy. Wo SpongeBob Sandy da so austrocknet. Weiß nicht, hab ich nicht gesehen. Also die Folge. Deswegen hab ich auch noch vorher nicht gesehen. Ja, kommst du gleich mit? Ich hol dich ab. Probetraining. Be fit. Nein. Oh, schade. Zu weit weg für Julian. Ja. Warum geht man eigentlich um 10 Uhr trainieren? Ja, weil ich heute den ganzen Tag in Frankfurt war, Ricardo. Warum war man den ganzen Tag in Frankfurt? Ja, was soll der Scheiß, Lennart? Dann verschiebt man das halt. Frankfurt oder Training? Ja, Frankfurt, oder? Eines von beiden. Ja, nee. Wenn ich irgendwann nach Frankfurt will und Frankfurt den ganzen Tagsüber geht. Bett. Dann trainiert man halt einen Tag mal nicht. Nee. Geht nicht. Gibt's nicht. Und wann gehst du wieder trainieren? Mindestens. Hallo? Morgen geht nicht. Ja, wann gehst du denn wieder trainieren? Donnerstag. Übergestern. Ach, Donnerstag nach Schützenfest, Tim? Nein, diesen Donnerstag. Ach genau, und sag mir nochmal wegen den Blumen Bescheid. Einen Tag davor, damit ich das nicht vergesse. Ja, am besten bei der Königsparade, wenn wir auf dem Markt stehen. Wenn wir auf dem Markt stehen, ja, dann kommt der auf den Markt gerannt, ne? Ja. Ja. Ich meine, da kommt sonst auch keiner, das ist was Besonderes. Ja. Bist du sogar im Fernsehen, ja? Ja, geil. Perfekt. Mach's aber bitte nackt, danke. Und dann umarmt den Tim. Das möchte Tim sehen. Du sollst ihn dann noch umarmen. Alle ich nackt dass die ganze Welt im Fernsehen das also, sieht. Also, die ganze Welt ist eigentlich nur ganz Deutschland, aber egal. Nein. Komplette Welt, David. Hallo? Ja. Das wird dann also, auf gesagt, YouTube Lennart, in den Trends. Bescheid, sonst in den Trends. Das. Auch in ja, Amerika in den Trends. Sag dir Bescheid. Mit aber einem deutschen Titel. Da und dann kommt Slab mit Block drauf, Treppe mit Block, nein, jetzt. Was jetzt? Ich kann mir sowieso schlecht merken. Nein, hier, nein, da. Okay, das ist so, okay. Guckt jemand von euch Block. Morgen den Kampf? Treppe, Treppe. Den Kampf? Was für ein Kampf? Conor McGregor gegen Floyd Mayweather? Nie gehört. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Kampf guckt. Und nicht spoilern, wie es ausgegangen ist. Ja, weil das ist nämlich ziemlich zeitnah aufgenommen. Die Folge kommt morgen. In echt? Einem Monat. Na, nee, die kommt jetzt. Ja, die kommt jetzt gerade. Ist live. Ist komplett live. Kann ich kurz einen Screenshot machen, dann seht ihr, was für ein Datum wir haben. Ups. Dann wisst ihr auch, welches Datum ihr habt. Genau. Bloß zu irgendwas rechnen. Da drin. Und ein Block oben. Jetzt einfach Slab, Block, Block, Slab. Slab, Block, Block, Slab. Oh, das ist so nervig, die Säulen. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. So. Slab, Block, Block, Slab. Das ist ja eine ganze Seite nur mit Gravel, ne? Sehe ich gerade. Treppe, Treppe. Alles klar. Ja, aber das müssen, also ja, das müssen wir auch abbauen, aber ist, ne? Ja, aber das kann man ja nicht durch Glas austauschen. Das ist ja kein Material für Glas. So. Gravel. Die Säule ja, ist fertig. Die Säule. Jetzt hab ich gerade verkackt. Muss weg. Nein, ich muss weg. Ich hab gerade jetzt hingebaut.
Du hast gerade vor den Sound verkauft. Ich habe das Wort gesagt, obwohl ich den Sound spielen wollte. Ich bin ein Genius. Die Stadt muss weg. Ihr müsst die wegschieben. Du musst auf jeden Fall oben noch einen Slab runter. Ein letzter Slab muss da dann rennen. Ist die erste Säule angerichtet. So. Und die Säule muss ich jetzt irgendwie, die ich total asymmetrisch und, also nicht asymmetrisch, aber total ohne Konzept gebaut habe, sondern einfach nur, wie es ganz in Ordnung aussieht, muss ich jetzt probieren die ganze Zeit nach hinten. Die ganzen Säulen. Okay. Ich glaube, wenn ich sogar tatsächlich zuerst das Glas bauen, ich glaube, dann ist es einfacher, die Säulen dahin zu bauen. Boah. Das Ding ist ja schlimm, ey. So. Kannst du Lennart damit sagen? Was das für ein guter Wort ist. Boah, der ist echt mega lustig, Alter. Lennart. Ich hab mich so weggelacht eben, ne? Als alles eine Kinderserie, voll pervers. Ja. Ich hab Wunder, dass Lennart so schwer ist. Ist so, Alter. Alles SpongeBob schuld. Bin hier der Normalste aus dem Let's Play. Yeah. Natürlich, Lennart. Selbstverständlich bist du das. Guck, du bist so verrückt, du stimmst mir sogar zu. Ganz genau, Lennart. Okay, ich kann jetzt erstmal überall Blöcke hinbauen, wo eh schon ganze Blöcke sind. So. Heißt da. Da. Boah, das ist ja richtig schlimm hier. Noch einer. Da ist noch einer. Die ganzen Blöcke suchen, ey. Wie öffnet man eigentlich das Rezeptebuch? Wenn du draufklickst. Krass. Wo kann man da draufklicken? Im Inventar. Am besten gar nicht. Ja. Vielleicht hast du noch ein falsches Ressourcen. Texture-Pack, ja, das kann sein. Ja, habe ich. Ressourcen-Paket, stimmt, so heißt das Ding ja jetzt. Dem auf Default. Auf Default siehst du es auf jeden Fall. Nee, ich hab da ein Alles. Tatsächlich. So. Muss ich mal angucken, ob das Muster hier gleich aussieht mit dem Block, den ich gerade baue. Wenn das gleich aussieht, dann haben wir es tatsächlich ziemlich symmetrisch gebaut. Ich glaube tatsächlich, jetzt haben wir auch den schwersten Part erstmal hinter uns. Erstmal. Kriegt das Dach erstmal hin. Ja, da bin ich ja gerade quasi aus Glas. Bei. Da bin ich ja gerade quasi bei. Also ich nur gucken, ob es von der anderen Seite ungefähr gleich aussieht. Oder ziemlich genau gleich aussieht. Weil mit Blöcken sieht man es sehr viel besser als mit Stufen und sonst ein Schall. Okay, ich kann einfach theoretisch auf die Brücke rauf. Okay. Es braucht eine Menge Glas, aber das, Ich hab grad eben Sand gefarmt. Ich habe ja auch Sand gefarmt, ganz viel. Ich sag ja, du hast ja gerade eben Sand gefarmt. Ja, achso, ich, okay, ich hab verstanden, du hast auch noch Sand. Ja, einfach so. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Eins. So sieht das aus. Das sieht toll. Und beim ersten Mal sehe ich schon, dass es komplett unterschiedlich ist. Nach den ersten drei Blöcken. Reihe 2 ist jetzt gleich auch fertig, Ricardo. 1. Also ich habe noch was vom Tempel. Dann kommen 3. Okay, nice. Ich muss. Dann kommen 3. Dann kommen 4, 1, 3. Ja, das stimmt. Weil es da zusammenhängt jetzt und da nicht. Okay. Und dann ist 3, 1, 3. Das heißt, das ist gleich. Das ist gleich, das ist bis dahin alles gleich. Ich muss auch die Fackel lassen. So. Das ist gleich. Dann kommt da eine Lücke, die kommt da auch bei. So, dann kommt da die Lücke, dann heißt 1 und 1. D. Ahaha. So, Bug Placement, ja. Guck mal, da ist irgendwo einfach nur ein Fehler. Da sind 2 und da ist nur 1. Und dafür ist dann eine Lücke. Alles klar, da ist also der Fehler. Deswegen gucken wir uns das ganz kurz an. Da sind 2. 1, 1, 2. Das heißt, da ist der Fehler. Das ist aber direkt nach einer Treppe. Und da ist. Parkett. Anscheinend keine Treppe.
Da ist eine Treppe und da ist dann der erste der Blöcke. Da ist die Treppe und danach ist der Block. Das heißt, warte mal. Slab Block. Über dem Dings da ist gar kein Slab. Darüber ist ein Slab und dann eine Treppe und dann kommt danach der Block. Darüber ist kein Slab, Treppe und dann kommt aber trotzdem der Block. Das heißt, da muss einfach nur ein Slab erstmal hin. Das auszugleichen. So, wir müssen jetzt erstmal wir können es jetzt erstmal komplett symmetrisch bauen. Wenn wir es jetzt einmal komplett symmetrisch haben, können wir weiter gucken, weil dann haben wir die Symmetrie. Wenn wir jetzt das Asymmetrisches bauen und das dann kopieren, wird es nicht symmetrischer. Tatsächlich. Ich weiß, es war schon unerwartet, aber ist so. So. Können wir das Ganze kopieren und dann geht es dann sehr viel simpler. Der Anfang ist immer das Schwere hierbei. Dann kopieren muss. So. Ja, also 1, 2, 3, dann haben wir 1 und 4, Lücke, 1, 2, 3, Lücke 1, Lücke 1, und jetzt kommt da wie gesagt, Lücke, dann ist da eine Lücke rechts zu viel oder links zu viel, ich glaube, ich finde rechts sogar sollte lieber die links sein. Heißt, da unter dem Block ist ein Slab, unter dem Block ist ein Slab und dann kommt daneben Treppe Slab. Und da kommt Treppe Treppe. Aha. Slab war auch da. Ja, kommt Treppe Treppe. Okay. Heißt, das da muss eine Treppe sein, das da. Und dann kommt da ein Block in. Alles klar. Gut. Habt ihr Fehler identifiziert? Kommen Sie mit erhobenen Armen heraus. So. Den jetzt fixen und dann haben wir's. So simpel, ey. Aber da muss ich überhaupt nicht drauf. So, da muss ich wohl. Und zwar. Verdammt. Ah! Und hier da drauf. Hier haben wir Treppe Slab und da muss Treppe hin, da muss jeder Block hin. Block. Glas. Kommt hier eine Treppe hin. So. Treppe. Julian, sag Bescheid, wenn das mit den Zuschauern machst. Ich möchte dabei sein. Ja, ja, das werde ich alles, werden wir alles besprechen, denke ich. Hallo. So. So. Okay, jetzt wird es nochmal angucken und dann müsste es passen. Ey, Junge, chill mal. So. Das ist alles, was wir schon gesehen, das automatisch fällt. So, muss ich nur noch schöner machen. Jetzt lass ich kurz zählen, bitte. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, Lücke 3, 3, 1, 2, 1, 1. Ja, passt! Gut, nice. Okay. Es passt, es passt. Gut. Ich auch schon mal. Was eigentlich mit diesen Häusern bei der Villager Farm? Wollen die nicht mal gebaut werden? Häuser bei der Villager Farm? Das. Dein Hochhaus zum Beispiel, um die Villager Farm. Ja, das Hochhaus wird ist als nächstes wahrscheinlich bei mir in Planung. Nach dem Feld. Bei mir das muss aber wirklich hoch sein. Also, nein. Warum sind hier so viele Hühner? Es wird nicht ultra hoch, ne? Es wird wahrscheinlich so hoch sein, dass die Villager Farm drin verschwindet. Genau, richtig. Also viel höher wird so das hoch nicht. Wie der kleine Turm von mir. Ungefähr ist das. Viel höher ist das ja dann auch nicht. Also wird wahrscheinlich ein kleines Stückchen kleiner als sein Turm sein, als ein kleiner Turm. Ja, Leonie ist wieder da. Warte. Yay! Yeah. Gleich. So. David? Ja? Ist wahrscheinlich jetzt schlecht vorstellbar, aber sollte, findest du die Säule, die sollte eher die Säule übers Glas schauen oder dieses Glas über die Säule? Bitte was? Du hast ja zum Beispiel. Ich kann ich mir vorstellen. Du hast ja eine Treppe, ne? Ja. So, wenn du eine Treppe nimmst und daneben vielleicht siehst du einen Block. Ich möchte jetzt nicht ein Glasblock platzieren. Dann ist ja der Glasblock quasi an der einen Ecke höher. Ne? Verstehst du, was ich meine? An der einen Ecke sieht man den ja, genau. Findest du, das sollte eher so sein oder sollte eher das Glas dann einen Block weiter unten platziert werden? Warum fragst du mich das? Du kannst keine Ahnung, was findest du sieht besser aus allgemein?
Was heißt jetzt nochmal? Also Glas über Säule fände ich besser. Glas über Säule findest du besser? Okay, gut. Ja. Gut, dann mache ich das an den fraglichen Stellen hier. So. So, hier ist eh überall Block, dann mache ich da noch. Ja, das ergänzt sich ganz kurz und dann war die Folge auch schon vorbei. Moment. Also ich baue jetzt erstmal so ein Lagos. Ein Lagos? Ein Lager. Ich, ein Lagos. Ich baue jetzt erstmal ein Lagos. Lass uns ein Lagos bauen. Ja. Lagerhaus. Ein Lagos. Okay. Ja, Leute, so wird das ganze Dach dann im Endeffekt aussehen. Es wird jetzt auch rübergezogen, die ganzen Säulen werden nachgezogen und dann haben wir das Dach auch soweit schon eigentlich fertig. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich damit komplett zufrieden bin, aber man kann es, glaube ich, so machen. Alter, die Burg ist ja voll groß. Wenn es dir gefallen hat, lasst es wohl sein, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.